erwarten Wertschätzung und Hilfsbereitschaft, Respekt. Und das bekommen auch unsere Mitarbeiter von den Führungskräften zurück. Es ist authentisch. Für mich ist es authentisch. Ich habe vorher bei einem kirchlichen Träger gearbeitet. Es ist ganz anders arbeiten. Ein Bewohner muss gut gehen. Er soll sich wohlfühlen und gern einer gehen. Ich sage halt immer, arbeiten soll man gern irgendwo zu meinem Heim, weil der Bewohner vorrangig ist. Und das muss einem halt einfach Spaß machen. Also es dreht sich ja nur um die Bewohner. Wenn es dem gut geht, geht es uns gut. Und das Konzept ist ja, es geht um den Bewohner. Das ist das Wichtigste. Und das ist für mich einfach wichtig, dass ich, wenn ich rausgehe aus dem Zimmer, wenn ich drin sind, dass die lächeln. Man schätzt den Mitarbeiter einfach. Und es wird auch gesagt, dass man ihn schätzt. Es wird gelobt. Also es gibt Vergünstigungen, es gibt die Mitarbeiteressen, es gibt die Betriebsausflüge. Also ich könnte das Pool Vital empfehlen, man kriegt nochmal eine zweite Chance, wenn irgendwas ist. Aber das allein ist nicht, das ist einfach das Miteinander. Dass hier wirklich jeder dem anderen hilft, das finde ich gut. Also dass so ein wirklich ein Miteinander ist, und das ist es auch. Dass das sehr familiär ist und eine gute Stimmung ist. Ich habe ja auch meine Chance im hohen Alter noch Ausbildung zu machen bekommen. Ich hatte überlegt, den Beruf an den Nagel zu hängen, oder weil ich eben vorher auch in anderen Einrichtungen zu anderen Bedingungen gearbeitet habe. Von dem her, also ich hätte nichts, wo ich sage, es passt mir nicht. Jede Einrichtung von uns nimmt in jedem Lehrjahr, und es gibt ja drei Lehrjahre, drei Auszubildende auf. Auszubildende sind bei uns immer gerne gesehen, werden hier auch gefördert. Ich bin 41 und bin im ersten Lehrjahr im Pool Vital in Bergen. Weil es mir Spaß macht und weil es mir wichtig war, wenn ich nochmal was Neues anfange mit meinem Alter, dass ich was Soziales mache. Also dass ich was mache, wo ich Menschen helfen kann. Das war mir ein Anliegen. Es werden auch Schulungen angeboten, und dass man da Weiterbildungen machen kann. Wir sind in einer Branche, die sich in einem ständigen Wandel befindet. Und deswegen müssen die Mitarbeiter auch dementsprechend geschult werden. Die Kosten dafür übernehmen selbstverständlich wir. Und wir sind immer dankbar und froh, wenn heute engagierte Mitarbeiter auf uns zukommen und sagen, sie möchten sich weiterbilden.